So, hallo Leute, ich bin es, Darkseal1800 und ja, herzlich willkommen zu einer kleinen Fail-Aufnahme. Okay, sag mir so jetzt nicht Fail-Aufnahme, einen kleinen Fail, wo ich letztes Mal gehabt habe, wo ich aufgenommen habe. Und zwar habe ich letztens, oder sag mir so gestern aufgenommen und komischerweise hat Fraps irgendwie irgendwas anderes aufgenommen und nicht das Spiel selbst. Deshalb habe ich halt dann nur meine Stimme aufgenommen und bla bla bla. Und jetzt habe ich einfach mal mir gedacht, jetzt mache ich einfach nochmal die gleiche Sachen nochmal neu, wo ich mir die ganzen Stellen, wo ich in der letzten Aufnahme geholt habe, mache ich jetzt einfach nochmal neu. Zeige ich jetzt euch zwar jetzt nicht genau, wie ich die alle geholt habe und so Zeugs. Ich zeige euch jetzt einfach nur die Sterne, wo die jetzt sind. Zum Beispiel einer ist jetzt der hier. Ja. Und das war in der Luminiumsphäre-Welt-Dingens. Und der heißt Turm des Westens. Und das habe ich jetzt einfach nochmal kurz schnell noch für euch gemacht. Und ab hier würde ich einfach sagen, mache ich noch mal kurz einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann gleich noch einmal. Also bis gleich. So, und hier bin ich jetzt wieder zurück und diesmal bin ich jetzt in einer noch anderen Welt und zwar Zaun der Klippe bin ich jetzt. Zornesklippe meine ich natürlich. Und hier habe ich dann auch noch drei Sterne noch geholt. Die roten Münzen zeige ich jetzt nicht noch einmal. Dann hier Wandsprungwunder zeige ich dann noch mal und die 100 Münzen mache ich jetzt eh nicht noch mal, weil ich meine, das sind eh nur 100 Münzen. Also daher zeige ich nur euch mal kurz, wo sich dieser Stern befindet mit dem Wandsprung-Zeugs. Und dann können wir auch mal richtig dann anfangen wieder mit der Aufnahme. Die rote Münze nehme ich einfach mal mit. Und dich töte ich mal. Und jo. Dann würde ich mal kurz hier. Da drüben befindet sich der Stern. Da sieht man schon, da oben ist er blau angezeigt. Da muss man einfach nur hier Wandsprung da hüber hier Horde Hedi. Das habe ich auch schon beim ersten Versuch auch gleich hinbekommen. Das war sehr genial. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, mach mal einfach jetzt wieder normal weiter. Weil nochmal alle Sterne jetzt euch nochmal hier vorzugacken. Das ist jetzt mir auch ein bisschen zu blöd. Ich habe euch jetzt nur mal kurz gezeigt, wo der eine erste Stern ist. Gewesen ist, wo ich geholt habe. Da war auch noch ein Stern, aber den können wir jetzt gerade mal noch nicht holen. Und ja, aber ich glaube mal, den machen wir jetzt einfach mal. Ich glaube mal, dafür müssen wir hier rüber gehen. Auf jeden Fall, ja, die Aufnahme habe ich ein bisschen verkackt. Danach bin ich auch ein bisschen angepisst gewesen darüber, weil das halt passiert ist. Aber naja, ist halt eben nur mal passiert und danach wollte ich dann nicht nochmal aufnehmen und zack, zack, zack. Aber jetzt mache ich es halt jetzt. Und ich habe jetzt auch wirklich mal geprüft, ob wirklich Fraps auch diesmal das Spiel aufnimmt und diesmal nimmt es auch wirklich auf. Und das war scheiße knapp. Okay. Gut, ich weiß jetzt gar nicht mal, wo ich überhaupt hingehen könnte für einen Stern. Ich glaube, hier könnte ich nicht hingehen. Moment. Ich glaube, ich muss nur mal einen Wandsprung da nach oben machen. Hop, 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 hop. Mal speichern. Ich hasse hier immer die Kamera mal umzustellen, aber ja, muss halt auch sein. Gut, auf jeden Fall. Das hier müssen wir. Wow. Müssen wir jetzt erst noch auslassen gerade. Uiuiui. Dann machen wir jetzt erstmal kurz noch hier drüben. Hallo, Buhu. Hallo, andere Buhu. Ah, okay, hier schnickst doch immer. Baba, hier unten. Nein! Oh! Ja, das war knapp. Okay, geil. Sehr schön. Wann genau, ich habe das auch beim letzten, bei der letzten, ups, bei der letzten Aufnahme auch erwähnt, wann genau ich das Projekt abschließen werde. Und zwar, ich werde jetzt die letzten zwei Welten, die wo es jetzt da bei dem Turm, da diese Türen da gibt, werde ich nur zeigen, werde ich aber nicht komplettisieren, weil die Welten sind wirklich ein bisschen zu nervig, darauf habe ich nicht wirklich großartig Bock. Das heißt also, das Spiel wird nicht zu 100% abgeschlossen werden, aber ich werde es so weit wie möglich versuchen, das Spiel zu komplettisieren. Ja. Das gesagt und jetzt machen wir mal die letzten restlichen Sterne, wo ich hier noch hab. Und nee, ich hab dich da gesehen, du dummer Kack. Nein. Geh mal weg da jetzt. Oh, das war Double Kill. Okay, ich möchte eigentlich nur darüber, aber anscheinend darf ich es nicht. Nein. Also hier ist natürlich auch ein Stern, wie man schon gesehen hat. Und da versuche ich jetzt gerade eben ranzukommen. Ja, nein! Nein, das war nix. Vielleicht eher von hier so. Ja, nicht so. Vielleicht eher von hier so. Nein! Das war auch nix. Hier so, nein. Okay, gut. Jetzt hat. Jawohl! Und wir haben. Oh! Moonjump. Wir haben den 117. Stern. Und das war. Schau genau!
Wieso schau genau? Ich weiß es nicht. Der Herr Luke Millard wird sich schon dafür was gedacht haben, warum das schau genau heißt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zurück zu der Welt wieder. Damit wir die restlichen Sterne da. Oh. Ja, das ist mir, glaube ich, letztes Mal auch passiert. Damit wir die letzten Sterne holen können, dann können wir noch eine andere Welt noch betreten, wo wir noch haben. Ich glaube, das ist eher eine Challenge-Welt, aber die könnte ich ja eigentlich mal probieren. Würde wahrscheinlich lange dauern, bis ich die wahrscheinlich geschafft habe. Aber naja, ist ja egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal die Welt. Dann schauen wir noch, ob ich noch was in der Luminion-Sphäre-Welt kriege. In der Schmelztresor-Welt weiß ich jetzt nicht. Da ist noch ein Stern, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo der sich befindet. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal irgendwo gucken, wo der ist. Irgendwie mal offscreen oder wahrscheinlich mal im Internet nachschauen, wo der Stern sich befindet. Dann kann ich den wahrscheinlich auch noch holen. Und wie gesagt, Luminion-Sphäre und die eine andere Sphäre-Welt da, weiß ich jetzt gerade den Namen davon nicht, werden wahrscheinlich dann nur gezeigt, aber nicht komplettisiert, wie gesagt, weil sie einfach zu nervig und schwer und bla 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 sind und darauf habe ich echt keine Lust. Ach ja, machen wir jetzt einfach mal noch die restlichen Welten, wo ich noch machen könnte. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch mal dann das Projekt dann endlich mal. Weil ich meine, ich weiß gar nicht mal, wie lange das Projekt schon läuft. Also ein Jahr glaube ich mal noch nicht. Aber ich glaube mal schon einige Monate, wahrscheinlich schon ein halbes Jahr oder so. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Auf jeden Fall, ich muss wirklich sagen, Super Mario 74 ist wirklich ein toller Hack eigentlich. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht, zu spielen. Das war knapp. Und ja, ich freue mich dann schon auf den nächsten Hack. Wird wahrscheinlich auch gleich schon danach kommen. Aus dem Grund, weil Super Mario 64 ist einfach ein geniales Spiel. Und einfach auch davon gibt es geniale Hacks. Und ich habe es beim letzten Mal gesagt, dass dann nach diesem Projekt dann Super Mario 64 The Missing Stars kommt. Und ja. Wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich mache den Stern jetzt hier. Mach den hier jetzt. Aber dafür muss ich die Kamera erstmal so hindrehen, damit ich da. Okay, gut. Kommt ihr mal her, bitte? Perfekt, Double Kill schon wieder. Nicht wirklich, aber okay. So, jetzt machen wir hier mal einen Safe State. Und dann machen wir das da. Und dann springen wir von hier rüber. Nein! Dankeschön. Ihr seid ja echt. Toll funktioniert. Nein! Okay, das ist eigentlich gar nicht schwer, wenn man sich nur nicht so blöd anstellen würde. Ja, man muss einfach nur hier runterspringen und dann da rein und dann zalala. Und dann muss man nur einen Stern finden. Und ich habe ihn gefunden! Also die Aufgabe ist jetzt gar nicht schwer eigentlich. Problemkiste, ja, das war wirklich eine Problemkiste. Aus dem Grund, weil eine Kiste im Weg gewesen ist. Und die war nicht sehr nett. Naja, auf jeden Fall. Den Stern haben wir jetzt abgeklobbert. Und dann haben wir. Es fehlen nur noch zwei Sterne, dann haben wir 180. Und dann hätten wir eigentlich schon quasi Super Mario 64 dann somit abgeschlossen. Aber da weil es ja in dem Spiel ja mehr Sterne gibt, haben wir es natürlich nicht. Weiß gar nicht mehr, wie viel das nochmal gewesen ist. Ich glaube 150, ich weiß es nicht. Ich glaube 151. Was weiß ich, ist ja egal. Auf jeden Fall so viele Sterne werden wir niemals haben. Aber okay. Gut, zwei Sterne sind noch übrig. Ich glaube, ich weiß auch, wo welche die sind. Und zwar natürlich Buhu, ist klar. Und dann noch ein anderer, der war noch auf so einem komischen Froschdingens. Gag? Ja, genau, das komische Froschteil da drüben. Das wird, glaube ich, gleich ein Spaß werden. Ich glaube mal, das mache ich auch gleich mal. Dann habe ich das nämlich gleich fertig. Aber davor erstmal gleich loswerden. So, du daher und du daher und perfekt. Ich mach gerade immer mehr die Kamera kaputt mit meinem Scheiß. Jetzt halt. Also nur darüber springen. Oder auch nicht. Das Rüberspringen hat nicht so ganz ausgereicht dafür. Joi. So. Das müsste jetzt richtig sein. Und Stern. Yes. Stern. Gib mir Stern. Yeah. 119 Sterne. Jetzt läuft das alles schnell. Wir haben jetzt drei Sterne schon in einer Aufnahme gekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Auf jeden Fall, ich bin happy. Gegeck! So, so werde ich das machen. Au. So. Dann müssen wir noch einmal in die Welt rein. Dann haben wir auch die Welt schon 100% abgeschlossen. Komplettisiert. Wie ich immer so schön sage. Und dann können wir zu der Welt darüber gehen, zu der hier. Ich glaube mal, die acht roten Münzen könnte ich ja auch noch mal, wo es sie gibt. Habe ich die schon gemacht? Ich glaube nicht.
Ich glaube, die muss ich dann auch noch machen. Dann könnten wir uns somit auch noch einen Stern holen. So, aber jetzt erstmal zum letzten Mal noch in diese Welt rein. Und dann machen wir noch die eine andere Welt, wo noch da. Aua. Die, wo sich noch da drüben befindet. Sonnesklippe, Buhu. Buhu. Warum eigentlich Buhu? Warum ist hier Buhu? Warum ist der nicht in der letzten gleichen Welt gewesen? Warum ist der hier? Wahrscheinlich hat er keine Lust mehr gehabt. Kann ich auch gut verstehen. Ich meine, wenn da 1000 Geister sind. Das würde mir auch nicht gefallen. Zwar sind es Leute, die wohl eigentlich genauso sind wie der, aber ich meine, wahrscheinlich sind das nervige Geister, wo den ganzen Tag nur auf den Sack gehen und mir so, nee, würde mir auch nicht so wirklich gefallen, um ehrlich zu sein. Ja, hier muss ich jetzt immer Schaden nehmen. So. Ah, perfekt, da machen wir gleich mal hier einen Speedrun draus. Nee, machen wir nicht. Aus dem Grund, weil ich schlecht bin in Speedruns. Das war sehr schön. Und du hältst deine Schnauze, du Scheißteil. Meinst du, ich bin blöd und merke mir sowas nicht, dass du da jedes Mal 1000 Mal auftauchst? Und ich höre den Buhu schon da oben ganz sehr. Übrigens, Wandsprünge sind so nervig in dem Spiel. Ich weiß, das ist auch das Blöde bei Luminiumsphäre. Die Welt besteht nur aus Wandsprüngen. Und ich mir so, nein. Ist doch nervig. Außerdem Buhu, ernsthaft. Geh. Sterb. Ja, egal. Den Wandsprung kann ich wieder hoch machen. Ist kein Problem. So, guck schon, haben wir es geschafft. Die Kamera jedes Mal. Aber das haben wir schon gleich erledigt. Und dann kommen wir da den Sterne. Perfekt. 120 Sterne, Leute. 120 Sterne. Jawohl. König Buhus Invasion. Wir haben die Welt komplettisiert. Und machen nochmal ein Safe State. Aus dem Grund, naja. Ich möchte nochmal das gleiche haben, was letztes Mal passiert ist. Wo ich ja dann irgendwie mich versaved habe und auf einmal. Ah! Rage. Aber, ich habe den. Ja, das ist mir so schön passiert. Ich habe den Stern dann nicht nochmal geholt. Ich habe einfach das Spiel nochmal geladen und da war einfach der Stern dann wieder so oder so da. Von daher, ja. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir zu der einen Röhrenwelt, die wo sich da hinten befindet. Und dann müsste noch. Moment mal, also wenn man hier ist noch bestimmt noch rote Münzen und dann ist hier noch ein geheimer Stern. Moment. Ich glaube mal, das mache ich dann noch mal kurz. Ich glaube, ich mache den einen Geheimstern, wo ich glaube ich wahrscheinlich noch nicht habe. Aber erstmal muss ich hier mit Todesspeed. Ja, genau dahin. Okay. Da komme ich nicht hoch mit dem Pelge. Doch, da komme ich hoch. Hi. Hey Toad. Give me Stern. Wusstest du, dass es einige Sterne auf der Oberwelt gibt? Es gibt 4 Sterne im ersten Teil der Oberwelt, der Toads genannt wird. Es gibt 6 Sterne im zweiten Teil, der Turm des Ostens heißt. Und es gibt einen hier am Magma-Tempel. Und ich habe ihn. Du kannst ihn haben. Jawohl. Gut, dann haben wir den Stern gleich schon mal geholt. Ayoi, ayoi, ayoi. Oh mein Gott, ein Stern. Blablabla, das kennen wir doch schon. Okay. Gut, das habe ich dann doch noch hier geschafft. Dann fliegen wir mal hier wieder weg. Husch, husch. Heisch, heisch. Hi. Okay, gut. Lande ich mal hier. Und dreh die Kamera. Und. Nein. Und mach den hier. Und mach das da. Und mach das da. Und mach das da. Und mach das hier. Und dann gehe ich darüber. Und dann hole ich mir eine neue Flugkappe. Nein! Du machst jetzt keinen Rumgefliege. Mario, nein! Auf der blöden Wand stecken zu bleiben. Hoch da. Hoch dein Arsch. Hoch dein Klempner fetten Arsch. Was auch immer, keine Ahnung. So, Welt, Welt. Gib mir Welt. Yeah. So. Dann gehen wir mal zu der Welt. Aber ich glaube mal, das war eine Challenge-Welt. Ich bin mir jetzt so sicher. Ich glaube, ja. Da ist auch sogar ein Schild. Hey, Schild. Schild! Es gibt nur einen Stern in diesem Level. Oh mein Gott! Wir müssen diesen Stern machen. Genau, sage ich doch. Das ist die Challenge-Welt. Und warum bin ich noch immer wenig Energie? Hier war irgendwo ein Schild, wo ich hätte lesen sollen. Weiß ich jetzt gerade noch nicht wo. Schild. Hier ist ein Schild. Okay, hier haben wir eine Box. Die brauche ich. Gib mir mal die Box. So, ist jetzt zwar jetzt nicht volle Energie, aber okay. Hier war irgendwo ein Schild. Ich bin mir sicher, hier war irgendwo ein Schild.
Hä, war hier nicht ein Schild? Ja gut, egal, da war hier halt eben kein Schild. Okay. Auf jeden Fall, das hier ist eine Wandsprung. Ja, hier ist das Schild.